Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video wird nicht so ganz krass geschnitten sein, weil einfach, ja, weil ich wenig Zeit habe im Moment. Naja, heute soll es um diesen Kameradolly hier gehen. Ich zeige euch den jetzt mal kurz hier. Und zwar habt ihr hier so schöne Markierungen. Damit könnt ihr, wenn ihr hier an dieser Schraube dreht, also hier aufdrehen, dann könnt ihr das hier verstellen. Habt halt diese Markierung, damit ihr das wieder gerade hinbekommt. Damit er so gerade steht und ihr euch auch einen Winkel merken könnt. Also ihr könnt einfach sagen, bei 1, 2, 3, so hier hatte ich mein, das stehen und dann habt ihr immer wieder den gleichen Winkel, um wieder aufzunehmen. Gut, ja, das könnt ihr damit machen. Dann hier habt ihr drei Löcher, also einmal das, wo jetzt gerade hier dieser mitgelieferte Schwenkkopf drin ist und halt noch zwei, da könnt ihr zum Beispiel jetzt Lichter dran machen, also hier ein Licht reinschrauben, wenn ihr dafür noch ein extra Stativ habt, dann hier das Licht reinschrauben, hier die Kamera, da würde ich das dann aber machen, dass die nicht in eins in der Mitte ist und eins außen, sondern dass die dann ein bisschen mehr Abstand haben. Naja, egal, könnt ihr selber entscheiden. Gut, ich setze mich kurz um, weil es ein bisschen ungemütlich ist. So, also, ja, ihr habt hier nur eine Schraube, also ihr stellt das einmal ein, so wie ihr es haben möchtet. Jetzt beispielsweise, ich würde gerne das so haben, dann drehe ich hier diese Schraube fest und automatisch wird dieser Schwenkkopf oder wie man das nennt und hier die werden automatisch festgestellt durch diese eine Schraube. So, und dann ruckelt da auch nichts mehr, also so, da ruckelt jetzt auch nichts mehr, das hält wirklich feste. Und ja, dann habe ich jetzt in meinem Fall, benutze ich meistens eine Handykamera und ich habe kein iPhone, keine andere Kamera, keine Ahnung, ne, wo ich das hier draufschreiben kann. Deswegen habe ich mir hier so einen kleinen Clip besorgt. Einfach hier aufschieben, Kamera rein, fertig. Beziehungsweise Handy oder sonst was. Gut, dann hier festdrehen. So. So, jetzt in meinem Fall noch ein bisschen hier von unten, damit das so steht, wie ich es haben möchte. So, jetzt könnte man hier einfach eine Kamera reinstellen. Das mache ich jetzt gleich mal, ich stelle jetzt gleich mal die Kamera da rein, dann seht ihr das auch, dann werde ich ein paar Fahrten machen, also einfach mal hier ein bisschen das verdrehen und dann einfach mal hier so im Studio ein bisschen rumfahren, also jetzt so ein bisschen und so. Ach so, dazu wollte ich noch sagen, ja, wir haben ja jetzt einigermaßen, also wir wollen immer mehr Professionalität, Sprachfehler for the win, wollen wir uns aufbauen und ja, da die Mikroqualität hier drin ist jetzt nicht gerade die beste, das wird aber alles noch nachgebessert, also es kommt jetzt auch demnächst noch ein neues Mikrofon dazu, dann hört sich das auch besser an. Gut, ja, dann werde ich jetzt einen kurzen Cut machen und dann seht ihr euch auch auf dem Stativ wieder und ja, dann bis gleich, ciao. So, jetzt habe ich euch auf das Stativ gestellt, beziehungsweise die Kamera auf das Stativ gestellt und ja, jetzt auf den Dolly, Entschuldigung, und ja, dann werde ich jetzt einfach mal kurz hier so den einmal rumschieben. Seht ihr das schon? Ich kann jetzt hier einfach einmal so rumfahren. Und ja, so genau würde ich das natürlich nie von Hand hinkriegen. Es ist natürlich wichtig, dass die Räder ein bisschen sauber sind und der Boden muss natürlich auch sehr eben sein, also ansonsten hat das keinen Sinn. Ja, gut, das war es dann auch schon von diesem Video. Das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Der Link dazu, also zu dem Angebot, ich habe das, glaube ich, bei Amazon gekauft, ist unten in der Beschreibung. Preis steht auch da, also in der Beschreibung. Und ja, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt auf Abonnieren. Und ja, wenn ihr irgendwelche bestimmten Dinge sehen wollt in meinen nächsten Videos, dann schreibt doch einen Kommentar. Oder auch, wenn ihr Verbesserungstipps für mich habt. Gut, dann ja, bis nächste Woche. Haut rein, ciao.